So, ihr Lieben, howdy! Herzlich willkommen im Wilden Westen. Wir spielen auf der The Island Map mit unserer modifizierten Game Innie. Und wir hatten ja das letzte Mal zugesehen, dass wir noch Pferde an Land bekamen. Das hat geklappt, wenn auch nicht wunderbar, aber immerhin, es hat funktioniert. Und jetzt geht's hier los. Wir wollen heute mal gucken, ob wir hier mal ein paar Fohlen züchten können. Und während dann die beiden Mädels, wir haben ja zwei, ne? Unsere Miss Darcy ist ja eine Stute, ne? Und dann haben wir ja hier noch eine andere Dame. Wie habe ich die nochmal genannt? Oh, jetzt habe ich das vergessen. Jellycake, unsere Jellycake. Das sind ja zwei Stuten. Und dann haben wir hier einen hübschen Hengst. Unseren Little Joe. Der macht jetzt hier Schweinereien mit den Stuten. Wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir ein paar Fohlen kriegen. Und während die Weibchen, also die Stuten, schwanger sind, werden wir dann auch mal unsere erste Weide aufbauen, damit wir die dann später auch auf die Weide lassen können. Ne? Also so der Plan für heute. Gucken wir mal, was passiert. Pass mal auf, Little Joe. Ja, du hast ja wieder keinen Sattel. Ich habe mal wieder vergessen, die Sättel aus der Truhe zu holen, als ich das letzte Mal das Spiel beendet habe. Jetzt haben wir wieder keinen mehr. So, pass mal auf, rückwärts einparken, ne? Frau und rückwärts einparken, das ist ja immer so ein Thema für sich. Passt du da irgendwie daneben? Nö, natürlich nicht. Kriegen wir das irgendwie hin? Euch beide nebeneinander, hm? Pass mal auf, Jellycake, rutsch mal ein bisschen. Jellycake, lass mich da mal hin. Ja. Ja, ich hab geduckt aufs Pferd rauf. Hab mich geduckt aufs Pferd gesetzt. Und damit sieht das jetzt so aus, als hätte ich gescheatet. Habe ich aber gar nicht. Die Stute ist so original, ne? Zeige ich euch gleich. Okay, passen nicht zusammen in einen Stall. Dann müssen wir das auf der Wiese machen. Ja, du und Schatzele da hinten, Jellycake. Ja, du kommst danach auch wieder in die Box. So. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ihr beide. Okay. So, dann gucken wir mal, ob das genauso geht wie bei den Rexen. Ach, ihr zwei Süßen, ihr seid so niedlich. Kann man eigentlich direkt Screenshot von machen, ne? Hier so. Die zwei Süßen. So. F12, ne? Ja, fein. Schick. Okay, also, du hier. Befehl Folgen aktivieren. Ja, gefällt dir die Stute? Habt ihr schon Herzchen drauf? Weiß ich gar nicht. Glaub nicht. Ach, ich habe die Hatz wieder aus. Jellycake Folgen aktivieren. So. Ach, hätte ich ja auch direkt auf Wandern stellen können, ne? Aktiviere Wandern. Jetzt bleibt er natürlich stehen, weil der ist ja noch auf Folgen. So, du auch. Aktiviere Wandern. Jetzt gibt es wieder was auf die Ohren. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. So, Stute, Schildchen, Schildchen, hallo, ich will was sehen hier. Okay, und jetzt ganz viel Stopp. Ja, also, ich bin mal gespannt, was da für eine Kombi rauskommt. Könnte natürlich, oh, ich weiß nicht, ob das funktioniert, hier funktioniert nichts. Da tut sich nichts. Da steht nur zur Paarung bereit. Dann werden wir da wohl doch gucken müssen. Ah, das ist aber ganz einfach. Ich glaube, das kriegen wir auch anders hin. Ne, so geht's nicht. Okay. Müssen wir anders machen. Wandern deaktivieren, du auch. So. Müssen wir anders machen. Kein Problem. Ich meine, wir haben ja hier so einen super tollen Stall. Mit tollen Holzgeländern, die wir jetzt hier einfach abreißen werden. Ja, es ist ja nicht die S-Plus am Start. Wir haben ja hier nur die ganz normalen Teile. Da müssen wir halt jetzt nochmal vier neue bauen. Und hoffen, dass die Pferde da nicht drüber springen, wenn sie auf Wandern sind. Komm mal mit. Dann können wir auch direkt testen, ob die Weide mit zwei Zaun hoch in Ordnung ist. Pass mal auf, du. Ach, wir machen das gar nicht mehr. Wir lassen die Zäune da weg, reißen dann nachher nur vorne die Zäune ab, weil da bleiben die hier zusammen in einem Stall. So, jetzt müssen wir gerade mal bauen. Haben wir noch Material?
Kasta, sag mal, hast du noch ein bisschen was Zeug für mich? Nein. Okay, du hast nur ein bisschen Stroh, das will ich hier merken. Was haben wir hier? Nix, ein paar Steine. Die brauchen wir nicht. Aber Fasern waren da drin, ne? Hier sind auch noch ein paar Fasern. Und Brettchen. Haben wir da noch Holz? Rohholz? Ja. Mensch, gar kein Problem. So, dann holen wir hier noch ein paar Fasern mehr. So, und du hattest Stroh, ne? 95, das wird ja wohl reichen, um hier ein paar Zäunchen herzustellen, kann das? Holz, Zaun, Geländer. Wir brauchen 1, 2, 3, 4 Stück. Reicht doch. Okay, unser Kaster, den machen wir direkt mal wieder auf Gewicht. Den haben wir aber lange nicht gelevelt, kann das sein? Ja, da freust du dich. Ich freue mich auch für dich. Alles supi. So, dann bauen wir jetzt die Zäune auf. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Und ich sollte mit in den Stall gehen, ne? Sonst klappt das mit dem Einstellen wieder nicht. Kenn mich doch. Die kommen jetzt mal dahin. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ja, die baue ich dann nachher wieder ab. So. Gut. Muss das jetzt sein? Hier. Ich habe hier alles sauber gemacht. Extra zum Verpaaren. Mensch. Aktiviere Wandern. Und du auch. So. Aha. Aha, aha. Jetzt tut sich auch was. Guck mal. Aber du gehst nicht darüber, ja? Ich bleib hier stehen. Nicht darüber gehen. Nein. Sei schön brav. Der tut dir auch nichts. Sind die zwei nicht süß? Guck mal. Schönes Paar. Ja, nicht zu weit weg. Nicht zu weit weg, bitte. Oh, ist das schon wieder vorbei hier? Okay, wir müssen es doch irgendwie kleiner bauen. Können wir noch ein paar Zäune machen? Dann nochmal so 4 Stück. Holz. 3. Naja, machen wir mal die 3. Ja, zieh dich nicht, Jellycake. 9. Einmal. Ne, geht nicht. Einmal. Geht nicht. Geht nicht. Geht. Ja, wir werden die aber nicht da zusammen reinkriegen. Ach, Mist. Ein höher wollte ich. Ich wollte ein höher. Aha. Nee, nicht da. Da. So. Und ich bleib jetzt hier stehen. Dann bleiben die hoffentlich da drin. So. Kriegen wir das hin hier? Irgendwie. Das sieht gut aus. Ich kann jetzt leider nicht ad hoc neue Zäune bauen. Sonst will ich nochmal 2 stellen. Ah, das klappt schon. Das klappt schon. Ich muss nur hier stehen bleiben. Was ist da hinten mit der Jelly Cake? Wie sieht's denn aus? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Aber man kriegt ja, glaube ich, eine Meldung, wenn es geklappt hat, ne? Bleib da. Ah, hier, jetzt sehe ich was. Schon fast fertig. Na, ich sehe das Schildchen wieder nicht. Und? Und? Das Little Joe. Sind die nicht süß? Also 2 Zäune hoch, das reicht. Wenn wir also ein Gehege bauen, also eine Weide bauen mit 2 Zäunen in der Höhe, dann müsste das in Ordnung sein. Yay! Funktioniert! Na hier, wir machen mal Wandern aus. Holen wir dich mal da raus. Okay, geht nicht, aber wir können. Wir können hier festhängen. Wir können wunderbar festhängen. Hallo? Hallo? No. Chaos. Chaos. So, du darfst ja hier bleiben, ne? Oh, jetzt bin ich rausgesprungen. Na toll. Ich muss ja sowieso wieder abreißen.
Einmal abreißen. So, dann hier auch nochmal abreißen. So, und dann gehen wir die Kleine hier holen. Hallo. Deaktivieren. So. Gut. Es geht hier wieder gar nichts. Wir hängen mal wieder fest. Oh. Stallchaos, würde ich sagen. So, du kommst dahin. Prima. Alles gut. Jetzt ist sie wieder drumherum. So, jetzt geht das. So. Die stellen wir aber gerade kurz raus. Du kommst mal kurz nach da. Pass auf die Kiste auf, nimm die nicht mit, verletz dich nicht. So, du kommst erstmal dahin. Wenigstens so. Okay. Jetzt brauchen wir unsere zweite Stute, hier unsere Miss Darcy. Ja, du auch. Genau, brauchst gar nicht so kritisch zu gucken. Das ist wirklich ein sehr, sehr hübscher Kerl. Guck mal. Ich stelle dich hier mit rein. Hüpfe dann auf die Jellycake. Oder, Hallo? Hallo? Ich will kein Inventar öffnen. Entschuldigung. Sorry, ich hänge. Ich hänge total. Da komme ich auch nicht dran. Oh. Chaos, Chaos. Lass mich mal bitte da raus. So, okay. Wir brauchen noch mal zwei Zäune. Da war doch noch Holz drin, ne? Ich glaube, Holz war das, was fehlte. Gib mir das mal. Ja, Bretter haben wir jetzt genug, das reicht. Alles gut. So, Herstellung Holz. Zäune, da. Nochmal so zwei Stück. Ach, guck mal, geht. Das habe ich jetzt schon wieder zu wenig. Schon wieder Holz. Also wir müssen irgendwann noch Holz besorgen. Und dann dieses Sauwetter. Ich will kein Sauwetter. Lass mich in den Stall. Hier ist schöner. Ein bisschen feucht wird Stroh schon, ne? Ja, aber ich glaube, das macht euch nichts, ne? Wieso regnet es hier eigentlich rein? Hallo? Ja, da vorne keine Tür ist. Na gut. So. Achso, ich muss da rein. Ich muss die auf Wandern stellen, ne? Oder komme ich da so dran? Ah, Little Joe. Komme ich dran? Dran. Ja, dann müsste ich an sie aber auch dran kommen. Gut. Gut, gut. So, okay. Also, nochmal. Aktiviere Wandern. Ja, du das nochmal, du toller Hengst. hör mal auf, mich da zu schubsen, sag. Nein, 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 nein. So, Wandern aktivieren. So. Und? Weißt du was, für dich habe ich direkt schon einen Stall fertig hier. Wenn die Miss Darcy dich mal da rausließe. Lass mal umdrehen hier. So. Gut. Wow, du kannst auch springen. Tippi. Dann stellen wir dich nämlich hier in den Stall. Lass mal umdrehen. So. Brauche ich wenigstens nicht rückwärts auspacken, einparken. So, gut. Pass auf, wenn ich jetzt abspringe, dann lande ich wieder bei denen im Gehege. Stell dich mal so ein bisschen schräg, ja? Oh, gut. So, wie sieht's hier aus? Wie sieht's aus, Ma'am? Tut sich was, ja? Aber ich komme nicht richtig dran. Also nächstes Mal wissen wir Bescheid, ne? Da müssen wir nur vorne die zwei Zäune stellen und dann funktioniert das auch. Ich habe hier noch gar keine Leuchte für euch. Es wird hier wieder dunkel, ne?
Ja. Läuft. Alles gut. Guck mal, 27,7% schon. Oh, ich bin so aufgeregt, ich bin so gespannt. Ist jetzt nur nicht so dunkel wäre. Habe ich nicht irgendwie eine Fackel oder so? Oder kann ich eine bauen vielleicht? Nee, mir fehlt mal bestimmt wieder der Flint. Dumpti-dum. Wir hauen mal gerade kurz gegen den Stein hier. Einmal. Zack. Reicht. Reicht. Nicht, dass der Stein hier noch zusammenkracht. Das ist ja doof. So. Ich kann doch jetzt bestimmt eine Fackel bauen. Hier, guck mal, geht. Kann ich auch eine Standfackel bauen? Leider nein. Na gut, dann tut's der Fackel auch. Hatte ich keine, ne? Nee. Hab mich auch nicht verguckt. So. Und, ha! Es werde Licht. Miss Darcy, wie sieht's aus? 81,9. Sehr schön. Okay. Es wird spannend. So, 97. Yay. Klasse. Yay. Oh, ist das Licht ausgemacht. Doof. Wandern deaktivieren, ne? Lass ich mal dahin. Deaktivieren und dann können wir das wieder abreißen. So und das auch. Okay. Jetzt darfst du. Was habe ich denn jetzt aufgehoben? Kacke Knödel. Ich glaube ja. Okay. Du darfst jetzt da raus. So. Du bleibst bitte hier. Deaktivieren. So. Du darfst jetzt hier zur Miss Darcy mit den Miss Darcy, du bist ja Miss Darcy. Du darfst hier zu unserer Jelly Cake. Ihr beide bleibt hier nebeneinander, ne? So. Okay. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich mache euch das hier größer. Ihr seid jetzt hier werdende Mummies. Ihr braucht ein bisschen mehr Platz. Könnt euch ein bisschen Gesellschaft leisten. Alles gut. Das machen wir so. So. Okay. Die beiden Mädels haben wir jetzt verseucht. Guck mal. Ach, schön. Und Little Joe kriegt seinen eigenen kleinen Stall hier beim Fiumia. Der darf dann hier stehen. Ja, das ist eine Ehre für dich. Hier hat vorher Miss Darcy geparkt. So. Alles gut, bist zufrieden, ja? Ja, bist zufrieden, hast du gut hingekriegt. Ja, du bist ein ganz toller, ne? Ja, bist du. So, wie sieht's hier aus? Wie lange dauert das? Okay, das hat ein bisschen Zeit. Oh, ich finde aber, man sieht schon was. So ein bisschen. Gut, prima. Also, wie wäre es jetzt mit Zäunen? Wir brauchen jetzt ganz viele Zäune. Wir müssen eine Weide bauen und so ein bisschen auslaufen. So. Ach, ich finde das so schön hier. Und so schlecht ist der Stall nicht. Ach, wir wollten noch Dachüberstand bauen, ne? Kann das sein? Meine ich mich gerade dünkel daran erinnern zu können. Aber wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein bisschen Holz noch. Ne? Wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwas Unnötiges dabei? Ganz viel Unnötiges dabei. Auch das können wir mal in die Kiste packen, in unsere Sämchenkiste. Boah. Und dann haben wir hier noch was fürs Fiumia. Damit können wir noch Gammelfleisch versorgen. Hier, die brauchen wir nachher für die Pferdchen, denke ich, ne? Bienchen müssen wir noch verteilen. Okay, dann machen wir das jetzt erstmal ein bisschen aufräumen. Ja, Honig, ne? Honig ist wohl irgendwie nicht. Habe ich aber letztes Mal auch schon gesagt. Wir werden diese anderen Bienen züchten müssen, weil es gibt hier nur Wachs. Mehr gibt es hier nicht. Hier haben wir noch genug Dröhnchen da drin. Die auch. Die hat sogar noch mehr. Keine Königin mehr.
Wir brauchen eine Königin. Naja, schmeißen wir das mal da rein. Spoilt das? Nein, spoilt nicht. Das ist gut. So. Dann können wir jetzt gerade hier noch die Baustoffe in die Kiste backen, damit wir die los sind. Das und das und das und das und passt nicht mehr, okay. Aber ist ja nicht so, als wenn wir nicht genügend Kisten hätten, ne? Wir haben ja genug Kisten hier. So, dann kommt das noch da rein. Bitteschön und bitteschön, das holen wir später. Ach, weißt du was? Das brauchen wir jetzt nicht, das brauchen wir gar nicht. So. Okay, und dann brauchen wir noch Fiomia. Wo bist du, Fiomia? Hat man dich denn gebackt? Oh, jetzt hör auf zu ruckeln hier. Hütte? Jetzt habe ich die Richtung wieder verloren. Ja, das ist dunkel. Tut mir leid. Da müssen wir hin. Hier, guck mal. Du kriegst mal kurz. Hier, das können wir gleich brauchen. Warum gebe ich dir denn jetzt das Ei? Das wollte ich dir geben. Das kommt weg. So. Und dann können wir noch den Knödel aufheben. Den verteilen wir noch in die Beete und dann geht's los. Dann gehen wir gerade ein bisschen Holz holen. Mit unserem Biberle. Und du kriegst jetzt nochmal hier Krempel. Die Karotten sind noch ein bisschen wenig, ne? Ja. Was sagt denn mein Kaffee eigentlich? Der müsste eigentlich auch fertig sein. Nö, ist nicht fertig. Gibt's keinen Kaffee. Mann, da habe ich mich noch mit Miss Darcy angelegt, ne? Hab da großartig immer gesagt, mein Kaffee ist viel weiter als deine Karotten. Und jetzt habe ich das Nachsehen. Brauchst gar nicht zu lachen. Hast du gar nicht mitgekriegt, ne? Ja doch, du kriegst alles mit, ich weiß. Du hast größere Ohren als ich. So, Schluss mit lustig. Jetzt gibt's erstmal Biber. Nein, ich will dich nicht grillen, Biber. Kassa, wir müssen mal gerade Holz holen. Wärst du so lieb, ja? Bist du soweit in Ordnung hier? Wie viel Gewicht hast du noch? Ach, guck mal, ich gebe dir einfach noch mal einen drauf. Ja, fein. Ja, fein. Oh Mann. Alles klar. Auf geht's. Wir gehen in den Wald. Ah, Sonnenaufgang hier. Ist das nicht toll? Ah, ich muss euch noch was zeigen. Pass mal auf, wir sind ja jetzt unterwegs zum Wald. Dann zeige ich euch jetzt mal was. Ich habe nämlich... Oh, hallo Echse. Na du? Na, ich habe aber schon zwei von euch. Nee, ich habe was entdeckt. Pass mal auf. Wo war das jetzt nochmal? Jetzt töne ich hier so großartig. Ich habe was entdeckt. Moment, ich glaube, das war da unten. Das ist auch der Grund, warum ich denke, dass wir da jetzt mehr zu tun haben als ursprünglich erwartet. Ja, ja, ich rede jetzt absichtlich in Rätseln. Pass mal auf. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Wir müssen ja sowieso Richtung Wald, aber pass mal auf hier. Oh, Affen. Davon gibt es ja viele hier, hä? So, nee. Hier, das wollte ich euch nicht zeigen. Oh, wo war das denn jetzt noch? Wo war das denn? Ich glaube, da hinten. Hallo Schildi, guten Morgen. War das hier? Nein. Das war hier irgendwo. Pass auf, das ist jetzt bestimmt despawned. Das wär's jetzt. Hab ich gesehen. Bin ich ganz sicher, dass ich das... Da. Nee, das war es nicht. Hier, Biber, mach das mal. Kasta, mach die mal alle. Da kommen schon wieder die Nächsten. Hier. Diese Vorwitznasen, ne? Ich weiß gar nicht, was die immer alle von mir wollen. Euch habe ich auch gar nicht gesucht. Ja, und Chitin brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ich wollte euch was anderes zeigen. Da. Ich glaube, da ist es. Hallo, Schwein. Nee. Oh, ich finde es nicht mehr. Ich wollte euch das doch zeigen. Oh, wie blöd. Zeiger ist abgebrochen.
Da ist es. Habt ihr es gesehen? Da. Da ist es. Deswegen denke ich, werden wir hier den neuen Honig machen müssen. Da oben links, seht ihr das? Da ist ein Nest. Ein Bienennest mit Drönchen drin. Böse Biene und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Also, ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. So, ganz alleine. Und vor allen Dingen ohne scharfe Geschütze. Da müssen wir echt gucken. Biber, nimm den Baum mal hier mit. Wie sieht's aus mit deinem Gewicht? Ah, ist alles gut. Ja. Ja, also da werden wir uns was einfallen lassen müssen. Ich fürchte, das wird ein ordentliches Gefehle. Wir müssen... Hallo Dodo. Gibt's hier da keinen Lutstrahl, ne? Ja, also irgendwie doch da oben. Also... Wir müssen uns da was einfallen lassen. Also schon so waffentechnisch und so. Wie war das nochmal? Ich greife das Nest an, um das zu zerstören. Das kann ich aber auf Abstand machen mit, weiß ich nicht, Pfeil. Geht das auch? Ja, dann kommen die ganzen Drohnen, haben die Akku. Also ich habe die Akku von den Drohnen und dann werde ich angegriffen. Weiter bin ich noch nicht mit meinen Gedankengängen. Wie ich das dann da erledigen soll, weiß ich schon nicht. Vielleicht sollte man den Caster mitnehmen. Ich weiß es noch nicht. So, ab nach Hause. Das ist nicht schön hier. Ey, das ist so schön. Da haben wir uns echt eine super Stelle ausgesucht. Eine richtig schöne Stelle. Ja. Ach so. Ich muss noch was machen. Ja, ich muss noch etwas erledigen. Ihr habt da vollkommen recht. Ich muss da noch was erledigen. Gleich. So, wir sind wieder da. Hallo. Hi auch. So. Okay, also. Jetzt gucken wir erstmal, wie weit unsere Stuten sind. Ach, das dauert noch ein bisschen. So, und jetzt müssen wir mal gerade was erledigen. Ruckel. Hey, du Süße, da hinten ganz alleine unter dem Baum. Ich habe dir jetzt ja so einen schönen Ausblick gegeben hier, aber ja, ich glaube auch, du bist einsam. Schatzilein, komm mit. Komm mit. Du darfst... Oh, du darfst hier alles überblicken. Guck mal, ich habe hier den perfekten Platz für dich. Wow, das ist mal schön hier, ha? Ich weiß zwar noch nicht, wie ich dann da runterkommen soll. Was ist denn das da unten drinne? Achso, ist wieder so ein Kalikotherium. So, pass mal auf. Du kannst von hier oben alles überblicken. Ist das nicht großartig? Ja, hier darfst du bleiben. Das ist genau der richtige Platz für dich. Und wie komme ich jetzt da lebend runter? Den Vogel wieder anzupfeifen ist kein Problem, aber es ist tief hier. Oh, okay, das hätte ich doch, oder? Das hätte ich nicht tun sollen. Okay, gehen wir eine Runde sterben. Oh nein, das habe ich getan. Ja, Moment, wenn ich da drauf gehe. So. Nicht runterfallen. Und dann, da drauf. Aua. Okay, das ging. Alles gut. Ich hoffe zu jammern. Ja, ey. Das ist gefährlich hier. Wenn ich mir hier den Fuß verknackse, geht es keinem Doktor weit und breit, ne? Ja, so im Wilden Westen. Dann liege ich nachher da hinten in meiner Hütte flach und kann mir nichts mehr zu essen besorgen. Ich voll verhungern, ne? Okay, also. Nächstes Mal werden wir dann wohl sehen, wie unsere Fohlen auf die Welt kommen. Unsere zweite bin ich total gespannt drauf. Und wir werden hier Weide bauen, solange. Aber nicht zu weit weg. Wir sollten nicht da unten irgendwie, sondern dann doch eher hier in der Richtung bleiben, damit das nicht entladen wird. Also die Pferde dann da raus oder angegriffen werden oder sowas. Also nicht zu weit weg. Die sollen ja schon in der Nähe bleiben, ne? Okay, ihr Lieben. Also, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Ark Wild West oder Ark 4 Jahreszeiten. Ich glaube, ich habe 4 Jahreszeiten einmal ausgelassen. Kann das sein? Ja, kann sein. Aber ich hatte ein bisschen mehr Lust auf Wild West. Sorry. Sorry dafür. Aber... Viel Spaß euch noch für diesen Restsonntag. An Montag will ich jetzt gar nicht denken, ne?
wir sehen uns dann wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.